Also bei der nächsten Krise bin ich nicht dabei. Wie geht es dir? Natürlich betreffen uns Krisen, ja logisch, aber wie sehr und wie stark? Meine Oma wurde 96 Jahre alt und sie hat 2 Weltkriege erlebt und eine totale Geldentwertung. Ich habe sie mal gefragt, wie bist du mit solchen Krisen umgegangen? Ihr hattet doch schwierige Zeiten. Und meine Oma hat sehr viel gelacht. Ihr Fokus war immer die Freude, das Miteinander, die Gemeinschaft. Was können wir gemeinsam machen? Und sie hat mir geantwortet, ja, je unruhiger das es draußen war, desto mehr haben wir uns auf unsere eigene Welt konzentriert. Wir haben uns konzentriert, was müssen wir tun, wie sieht es aus, wie können wir gut überleben, was sind die nächsten Schritte. Wir haben unseren Fokus, sage ich jetzt, auf unser eigenes Universum gelegt. Jetzt haben wir zwar die Möglichkeit, uns jeden Tag mehrfach über alle Dinge zu informieren, die irgendwo auf der Welt passieren, aber ganz ehrlich, bringt uns das weiter? Oder muss man jetzt gut aufpassen, welche Informationen das man aufnimmt? Natürlich, sich grundlegend informieren ist gut, aber das Maß macht das Gift. Und ich kenne sehr viele Menschen, die haben sich bei den letzten Krisen, die gar nicht so lange her sind, so richtig reingesteigert, sich richtig reingetigert, sich informiert, recherchiert, verurteilt, kritisiert, geschimpft, weiß Gott was alles. Und wenn ich diese Menschen jetzt anschaue, dann sehe ich, denen geht es nicht wirklich gut. Die schimpfen immer noch, kritisieren immer noch, verurteilen immer noch. Und jetzt andere Krisen, neue Krisen, das gleiche Spiel wieder. Und da muss ich sagen, nein, da mache ich nicht mit. Und dieser Tipp hilft doch jetzt genau gleich, oder? Je unruhiger das es draußen wird, desto mehr ist es wichtig, dass wir uns von diesen Geschichten raushalten, unsere eigene Geschichte machen, ob es uns mehr oder weniger betrifft. Aber es geht doch schlussendlich um das eigene Universum, um das eigene Überleben, um die eigene Entwicklung, um das eigene Vorankommen, um die Gemeinschaft mit anderen jetzt Möglichkeiten zu nutzen. Und genau das wünsche ich dir. Schön, dass du bei diesem Video dabei warst und ich hoffe, bis bald.